Wir machen mit dieser Eilmeldung weiter. Die Ständige Impfkommission plant, das Vakzin von Johnson & Johnson nur noch für Menschen ab 60 Jahren zu empfehlen, ähnlich wie bei AstraZeneca. Jüngere sollen das Mittel aber nach ärztlicher Beratung weitererhalten dürfen, das meldet gerade der Spiegel. In der EU ist der Johnson & Johnson-Impfstoff bereits seit März zugelassen, wurde bislang aber kaum verabreicht. Wegen der Thrombosefälle in den USA hatte der Hersteller die für Mitte April geplante Auslieferung vorübergehend gestoppt.